Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Endlich ist es mal wieder soweit. Ich habe mich jetzt mal wieder nach draußen getraut. Gut, ich habe mich schon öfters nach draußen getraut die letzte Zeit, aber nie war die Kamera dabei. Und ich würde heute gerne das Morgenrot fotografieren. Der Himmel, der ist auch schon am Brennen. Ich bin ein bisschen zu spät, aber ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze. Ich suche meinen Fotospot und dann würde ich sagen, geht's weiter. Bis gleich. So Leute, ich habe jetzt meine Kamera hier eingerichtet. Vor mir ist die sogenannte schöne Eiche. Und ich würde sagen, ich stelle mit euch jetzt mal die Kamera ein. Und zwar habe ich hier im Vordergrund ein bisschen Wiese, ein bisschen ja, Rapsblüten, sage ich mal. Das sind nicht richtige Rapsfelder. Und ich schaue jetzt gerade mal, wie ich das hier am besten mache. Ich würde den Baum ins rechte Drittel setzen und würde ein bisschen reinzoomen. Hier geht es jetzt eher weniger um den Vordergrund, denn der wird zwar auch schön aussehen wegen dem Gras, dem hohen Gras und dem Raps und so. Allerdings ist es jetzt relativ unwichtig. Mein Hauptmotiv ist quasi die schöne Eiche und der Eyecatcher ist dann der brennende Himmel. Und genau, so würde ich mein Bild erstmal aufbauen. Vielleicht verändere ich es gleich noch, aber so ist es jetzt erstmal. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich zeige euch jetzt mal hier mein Display, um die Einstellungen mit Filter vorzunehmen. So Leute, ich habe mir jetzt überlegt, ich bin noch ein paar Schritte weiter vorgegangen. Jetzt habe ich direkt das hohe Gras und den Raps hier mit im Bild und nicht hier das kleinere Unkraut, sage ich mal. Jetzt mache ich den Vordergrund ins untere Drittel und jetzt habe ich zwei Drittel Himmel. Jetzt kann ich hier noch schauen nach meinem Horizont, den werde ich gerade machen. So, jetzt bin ich bei einer Blende 8 und mache ich mal mein Histogramm an. Und ich würde mal sagen, wir machen eine Sekunde Belichtungszeit und den Rest, den holen wir mit einem Filter raus. Dann mache ich mal ein 09 Medium Filter rein. So, einen ND-Filter brauche ich nicht, weil hier lohnt sich keine Langzeitbelichtung anzufertigen. So, oh, das sieht doch mega cool aus. Jetzt fokussiere ich hier auf den Baum. Einmal manuell fokussieren. So. Geht noch einen Ticken. So, jetzt seht ihr, es ist in den Lichtern nichts angeschlagen. Das heißt, wir haben keine ausgebrannten Stellen im Himmel. Die Tiefen, die sind ein bisschen erhöht, aber da ist auch nichts angeschlagen. Das heißt, das kann man in Lightroom oder Photoshop alles noch rausholen. Und jetzt bin ich bei ISO 100, Blende 8, eine Sekunde Belichtungszeit. Und jetzt würde ich sagen, mache ich einfach mal das Foto. Ja, das sieht richtig cool aus. Der Himmel ist schön am Brennen. Und ich mache jetzt noch das Ganze mal in Hochformat. Falls ihr euch fragt, warum die letzte Zeit kein Video kam, das Problem war, dass die ganze Zeit kein Wetter war. Also bei uns war relativ schlechtes Fotowetter die letzte Zeit. Und so, machen wir hier auch mal. Auch im Hochformat nehme ich jetzt den Vordergrund nur ins untere Drittel und zwei Drittel Himmel. Sieht auch richtig cool aus.
Ja, und es war kein Fotowetter. Und da war ich noch im Urlaub an der Ostsee. Da konnte ich leider kein Video für euch erstellen. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mal hier irgendwo blende ich es ein, meinen Instagram-Account abchecken. Da lade ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen vermehrt Ostsee-Content hoch. Und da könnt ihr gerne mal schauen, wenn ihr wollt. Ja, jetzt ist der komplette Himmel am Brennen. Ich bin mittlerweile bei 0,6 Sekunden Verschlusszeit. Und das ist einfach nur richtig krass gerade. Ich habe gerade schon Querformatbilder gemacht, ich habe schon Hochformatbilder gemacht. Schön mit der hohen Wiese und dem Raps im Vordergrund. Das sieht richtig gut aus. Ich hatte jetzt auch mal wieder richtig Lust, für euch ein Video zu produzieren. Die ganze Zeit war das Wetter eher so minus. Und ich hatte noch nicht so die Motivation, die Kamera anzumachen. Aber jetzt mit dem Frühling und mir hier in Unterfranken, wir haben jetzt schon wieder komplett Vegetation an den Bäumen. Außer jetzt die schöne Eiche. Ich hatte hier schon mal ein Video gemacht, und zwar ein Kurzvideo. Und da hatte mir einer drunter geschrieben, dass die Eiche nicht so schön ist. Das ist, glaube ich, gar eine Geschmackssache. Aber ja, ich finde sie als Vordergrund eigentlich ein ganz cooles Motiv. Jetzt mittlerweile bei 0,5 Sekunden. Und genau, jetzt fängt die Vegetation wieder an. Die ersten Rapsfelder sind am Start. Und jetzt macht das Ganze auch mal wieder Spaß, anstatt die ganze Zeit irgendwelche, ja, anderen Vordergründe sich suchen zu müssen und nur kahle Bäume zu haben und so weiter und so fort. Aber jetzt macht das Ganze mal wieder Spaß. Und jetzt ist die Motivation auch wieder da. Weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist, in den Wintermonaten, ob ihr da auch weniger Fotospots habt oder ob ihr da weniger fotografiert oder wie auch immer. Das könnt ihr mir ja in die Kommentare mal schreiben. Ich versuche schon Winterlocations zu bekommen. Allerdings ist es manchmal ein bisschen schwieriger, als man sich das vorstellt. Aber so ist es. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's dann schon. Ich baue jetzt wieder ab. Da hinten ist zwar ein starkes Morgenrot. Allerdings ist es schon ein paar Kilometer weiter da hinten und die Wolken, die über mir sind, die sind schon wieder abgeglüht. Und die besten Bilder, die habe ich jetzt schon gemacht. Ich baue jetzt ab und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Ich denke mal, es war ein bisschen kürzeres Video, aber das ist ja auch nicht schlimm. Und ansonsten würden wir uns dann im nächsten Video sehen. Und bis dahin, macht's gut.